Wie kommt man zu so einem Hobby? Man startet ganz klassisch mit einer sogenannten Privatpilotenlizenz. Das habe ich in einem Verein gemacht, in Weser-Wümme. Das ist ein kleiner Grasflugplatz in der Nähe von Bremen. Das nennt sich Flugsportgruppe Airbus. Dort habe ich meine Ausbildung gemacht, im November 2003 begonnen und im Sommer 2005 fertig geworden. Im Jahr 2005 hatten wir in Weser-Wümme einen Flugtag, also eine Art Airshow mit Vorführungen. Und dort habe ich das erste Mal in meinem Leben auch Flugzeuge gesehen, die anders waren als das, was man aus der klassischen Pilotenausbildung kennt. Und diese Flugzeuge, die haben wir mittlerweile auch, die gehören uns. Und das sind, in diesem Fall ist es eine JAK 52 und eine JAK 50. Unterschied zwischen den beiden Flugzeugen ist, dass die JAK 52 zweisitzig ist und die JAK 50 ist einsitzig. Die JAK 52 ist ein klassischer russischer Militärtrainer. Das bedeutet, die Jungpilotenausbildung in der damaligen UdSSR hat auf diesem Flugzeug stattgefunden und die Jungpiloten sind dann danach auf weitere Muster gegangen, sei es auf Jets oder Transportflugzeuge, Hubschrauber, wie auch immer. Auf jeden Fall war das einer der klassischen Militärtrainer im Warschauer Paktbereich. Die blaue Maschine hier, die JAK 52 Lucky Bee, das ist keine klassische russische Lackierung, es ist eher eine amerikanische Navy-Lackierung, aber der Eigner, der dieses Flugzeug damals sich bestellt hat, hat eben diese Lackierung gewählt und wir haben die beibehalten. In der Ausbildung ist es so, der Lehrer sitzt hinten, der Schüler sitzt vorne. Mittlerweile ist es so, dass wir als verantwortlicher Luftfahrzeugführer, wir sitzen halt vorne und einen Gast können wir mitnehmen, der würde dann hinten sitzen. Das Flugzeug ist komplett Duo-Control, das bedeutet, man kann es genauso von vorne starten, landen, wie auch von hinten. Die JAK 50 ist gebaut worden in den 70er Jahren für die Kunstflugweltmeisterschaft in Kiew. Bis dahin war das eine rein amerikanisch dominante, nennen wir es Sportart. Und die Russen haben also mit der JAK 50 ein Flugzeug gebaut und sind dann auch gleich in dem Jahr Weltmeister geworden. Ist also ein Weltmeisterflugzeug. Das Besondere an dieser Maschine ist, dass es eine der wenigen ehemaligen DDR-Maschinen ist, die noch zu Zeiten der DDR ausgeflogen wurden, nach Westdeutschland, quasi, ich sage einfach mal, um an Devisen zu kommen. Das heißt, das ist auch der Grund, warum dieses Flugzeug eine deutsche Kennung hat, Delta Echo Echo Juliet Alpha. Die anderen JAKs, die heute hier sind, auf dem Sternmuttertreffen in Ballenstedt, haben oft Kennungen aus anderen Ländern, zum Beispiel Litauen oder Polen. Und das macht eben die JAK 50 besonders, weil es eben eine deutsche Zulassung hat. Beide Maschinen, sowohl die JAK 50 als auch die JAK 52, werden angetrieben von einem russischen Motor. Das ist ein sogenannter M14P, ein 9-Zylinder-Sternmotor mit 360 PS. Das Besondere beim Sternmotor ist der Klang und auch, ich sag mal, die Laufruhe. Die ist ein bisschen anders als vielleicht bei einem Boxermotor, der sonst klassischerweise in Kleinflugzeugen verbaut ist, oder ein V-Motor, der in Jagdflugzeugen verbaut ist. Der Sternmotor hat immer einen ganz besonderen Klang, eine besondere Resonanz und ja, das muss man auch ein bisschen mögen. So ein Sternmotor ölt ein bisschen und qualmt auch mal, aber es ist eben eine ganz eigene Form der Fliegerei, der historischen Fliegerei und wir finden es eben schön, dass diese Flugzeuge nicht nur in einem Museum stehen, sondern dass wir sie eben auch bei so einem Sternmotortreffen, wie hier am Ballenstedt, zeigen können. Wir sind damit auch auf Flugtagen oder auf Flugplatzfesten. Und in der Regel ist es so, dass diese Flugzeuge den Zuschauern einfach gut gefallen, weil sie eben auch etwas Besonderes sind.
Können Sie ja fotografieren. Ja. Ja, die wollen alle Doppeldecker fliegen, also gut 250 und ungefähr 80 sind im Moment im Bau. Okay. Mein Name ist Hans Bertram, ich komme aus Ostingersleben. Das ist ungefähr 12 Kilometer östlich von Helmstedt. Und wir hatten einen Bauernhof und dann bin ich als 6-jähriger Junge, das war noch vor dem Kriege, mit meinem Großvater spazieren gegangen ins Feld. Und da flogen mehrere Doppeldecker entlang der Autobahn. Und da fragte ich meinen Großvater, Opa, was sind denn das für Vögel? Nee, sagt der Junge, das sind keine Vögel, das sind Doppeldeckerflugzeuge. Und seitdem habe ich also von Doppeldeckerflugzeug geträumt, das ganze Leben. Ja, und dann nach der Flucht war es also nicht möglich. Da musste ich also erstmal wieder festen Boden unter die Füße kriegen. Und dann habe ich mit 40 Jahren die Pilotenlizenz machen können. Leute, das wollen die immer nicht glauben, dass das ein Ultraleichtflugzeug ist, ja? Weil er relativ groß ist. Aber der wiegt 280 Kilo. Voll, okay, mit Sprit. Nachdem ich in Ruhestand bin, ich werde im nächsten Jahr schon 90. Seitdem, das sind nur schon 30 Jahre, die ich in Ruhestand bin, habe ich nur schon über 7000 Starts und Landungen. Das ist, also wenn ein normaler Flieger 1500 Starts und Landungen, dann ist das schon viel. Also ich mache für die Stadt Wolfsburg die Luftbilddokumentation. Da wird hier gebaut, das ist der Wahnsinn. Und ansonsten, ja, diese Doppeldeckerfliegerei, man sitzt eben offen drin, man ist der Luft ausgesetzt, man kann auch mal niedriger fliehen. Und ich als ehemaliger Landwirt, ich sehe alles, was andere Flieger eben nicht sehen, wenn wir über die Landschaft fliehen. Und ja, ich hatte schon mal noch einen größeren Doppeldecker, einen amerikanischen. Den habe ich gleich nach der Wende gekauft. Und das war ja die Zeit, wo hier in den neuen Bundesländern, das war ja alles neu. Und da bin ich jedes Wochenende an den Flugplätzen, auch hier in Ballstedt war ich damals viel. Da war die Betonpiste noch nicht. Da waren ja hier Tausende von Menschen und wir haben hier Rundflüge gemacht. Das war Wahnsinn. Und mit den großen amerikanischen Doppeldecker, da habe ich dann auch Kunstflug gemacht. Aber das mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt fliege ich eben mit diesem Flieger hier vorwiegend dorthin, wo was los ist und gucke, was die anderen machen. Und ich hoffe, dass ich das noch ein paar Jahre machen kann.